Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen mal wieder zurück zu einer Blätterfolge und es ist wieder ein Club Nintendo Magazin dran. Es ist die 6. Ausgabe 91, also ja, quasi die Weihnachtsausgabe. Und das Magazin ist mal wieder vollgepackt mit wunderbaren Themen. Und wir blättern mal wieder so ein bisschen durch und ich teile mal mehr eure... Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Blätterfolge. Heute ist die Ausgabe 691 dran. Das ist der dritte Jahrgang des Club Nintendo Magazins. Das Super Nintendo war hier noch so ein bisschen in weiter Ferne. Deswegen wird hier der Fokus auf den Game Boy und das NES sein. Wie ihr seht, haben wir natürlich hier ein großes Knallerthema: Super Mario Bros. 3, was damals natürlich richtig, richtig krass war. Aber auch der Game Boy ist vertreten mit den Blob. Ja, zu dem Spiel habe ich so meine eigene Meinung, ehrlich gesagt, aber dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir blättern mal ein bisschen rum und ich teile euch einfach mal meine Gedanken zu den Spielen, die hier vorgestellt werden. Wie immer ist das hier natürlich noch so ein bisschen so das alte Design. Wir haben ja schon so ein paar Blättervideos hier gehabt und vor allem auch die späteren Ausgaben werden natürlich so ganz extrem dieses, ich sag mal, wilde 90er-Thema aufgreifen. Wie ihr seht, haben wir hier so ein paar Sachen. Wir haben hier Super Mario Bros. 3, dann wie auf dem Cover angekündigt, The Rescue of Princess Blobette. Dann haben wir hier NES-Spiele, Turtles 2, Maniac Mansion, Star Wars. Eigentlich, Star Wars kenne ich jetzt nicht, aber die anderen Spiele sind auf jeden Fall ziemlich gut. Als Gameboy haben wir Bugs Bunny, DuckTales, Batman und Super Mario Land. Man sieht, der Gameboy ist so relativ frisch, da musste man auch wirklich Super Mario Land noch entsprechend vorstellen. Gucken wir einfach mal rein. Super Mario Bros. 3. Ich glaube, das Spiel muss ich nicht mehr großartig was zu sagen. Es ist eins der großen Klassiker. Und womit? Mit Recht natürlich. Ich weiß noch, das Spiel ist damals an mir ziemlich vorbeigegangen, obwohl ich glaube ich auch sogar diese Ausgabe hatte. Zumindest kommt mir das mit den Blob so grob bekannt vor, ehrlich gesagt. Aber ich habe so zu der Zeit habe ich gar nicht mehr so viel NES gespielt, sondern mehr Game Boy. Und ja, das Super Nintendo, wie gesagt, das war noch etwas in weiter Ferne, das hatte ich noch nicht. Und ich weiß noch, da hatte ich schon das Super Nintendo, da habe ich sogar mal bei das 3 bei einem Kumpel auf dem NES gesehen und der war schon in der letzten Welt und so weiter und ich war einfach wieder hingefegt, weil irgendwie dachte ich immer so natürlich, ne, damals mehr Bit, desto besser und das natürlich dann auf diesem schwachen 8-Bit-System, da sowas hier rausgeholt wird, das war für mich so, boah, ganz erstaunlich, dass hier so eine Komplexität kam. Damals war das Spiel wirklich sehr präsent, es gab ja auch diesen einen Film, mir fällt der Name gerade nicht ein, The Wizard oder irgendwie sowas, ich bin mir gerade nicht sicher, wo das ja auch Thema war, das war hier so eine Story, wo so ein Gamer-Nerd ausgebrochen ist und so ein Turnier teilgenommen hat, wo sie das erste Mal Super Mario Bros. 3 vorgestellt haben. Also das war schon damals eine riesengroße Sache. Und natürlich auch so in ja, verschiedenen Formaten. Hier die Super Mario Bros. Show, die hatte hier natürlich dann auch so, hier glaube ich, die einzelnen verschiedenen Gegner hier mit hier aufgeführt, was ja die Kinder von Bowser sind. Ja, aber wie gesagt, ich muss hier nicht viel zu sagen. Es gibt natürlich ja auch einige coole Neuheiten, wie zum Beispiel dieses Superblatt, wo sich Mario als Waschbär verwandelt hat und man irgendwo rüberfliegen konnte, diesen Froschanzug, womit ihr dann entsprechend hier auch schwimmen konntet und so weiter. Also es war schon ein riesen, riesen Upgrade. Vor allen Dingen war ja so die ersten beiden Teile, die waren zwar okay. Wir Europäer haben ja mit dem zweiten Super Mario Bros. Teil ja eine andere Version, sage ich mal, bekommen als die Japaner zum Beispiel. Für die Japaner muss das denn ja quasi noch ein größerer Sprung hier gewesen sein, weil der zweite Teil in Japan, der ist ja später auf dem Super Nintendo unter Lost Levels erschienen, also in dieser Super Mario All-Stars Collection. Das war ja im Prinzip nur der erste Teil nochmal mit ein bisschen schwerer aufgemacht. Deswegen muss das für die noch ein größerer Sprung gewesen sein. Also hier richtig, richtig geil. Ich gehe jetzt hier, ist natürlich jetzt hier Club Nintendo typisch so ein bisschen natürlich die Komplettlösung, ist klar. Aber auch die verschiedenen Welten, ich weiß es noch. Also ich habe das Spiel persönlich nie durchgespielt, aber ich weiß noch, diese Schiffe hier mit diesen ganzen Kanonenkugeln und so weiter, wie krass das immer war. Ich weiß noch, wo ich beim Kumpel, wie gesagt, das gesehen habe und dachte mir so, Gott, oh Gott, oh Gott, wie schwer muss das sein? Aber ist, glaube ich, durchaus schaffbar. Wunderbares Spiel, muss ich nicht zu viel zu sagen. Also wirklich... wenn ich sagen würde, Super Mario World oder Super Mario Bros. 3, was ist besser, ist natürlich für mich so ein bisschen der NES-Teil besser, weil ich da ein bisschen mehr persönliche Erinnerungen habe. Aber da kommt schon echt nah, würde ich sagen.
Dann haben wir hier natürlich wie immer die Leserbriefe mit den tollen Sachen, die hier die Fans eingesendet haben. Wie wir hier sehen, ein Meerschweinchen, das Gameboy spielt. Alles klar, super. Aber ich glaube, da ist gar kein Spiel drin. Ne? Ich halte euch das hier mal so ein bisschen näher ran. Ich hoffe, der Fokus stimmt. Seht ihr, der Gameboy, ist da ein Spiel drin oder nicht? Ich kann das gerade echt nicht so gut erkennen. Müssen wir mal schauen. Denn hier aus Legos gebaut, was ich gar nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt. Das sieht ganz, ganz passabel aus. Metroids, das werden diese Bügelperlen wahrscheinlich gewesen sein, die noch immer genutzt werden, um irgendwelche Pixel-Sachen zu machen. Dann hier natürlich eine super Mario-Verkleidung. Wobei die Mütze sieht nicht mehr ganz so okay aus, aber naja. Damals hatten wir ja nichts, ne? Da konnte man nicht so fertige irgendwie Kostüme kaufen. Ja, Rescue of Princess Blobette. Ich weiß nicht, ob ich mir das Spiel damals gewünscht habe, aber ich habe es, glaube ich, mal zu Ostern damals irgendwie bekommen. Und wo ich jetzt dieses Magazin sehe, kann es auch sein, dass ich quasi durch dieses Magazin auf dieses Spiel gekommen bin und dass das nicht irgendwie durch Zufall irgendwie geschenkt wurde. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Spiel, finde ich, hat eine prinzipiell guten Ansatz, ist aber dann doch so ein bisschen blöd umgesetzt. Also zuerst mal, Technik ist sehr, 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 sehr eingeschränkt, sage ich mal. Ja klar, es ist halt frühes Gameboy-Titel. Okay, gut, da will ich jetzt auch nicht, was sie grafikmäßig irgendwie große Ansprüche stellen. Aber die Musik. Boah, ist mir diese Musik im negativen Sinne irgendwie lange im Kopf geblieben, weil die einfach so monoton, so nervig war. Also wirklich schrecklich. Und dann natürlich für mich als Kind war das natürlich hier so ein bisschen blöd, weil das Spiel halt auf Englisch war. Und zwar habt ihr als Begleiter diesen Blob, der hier so ein bisschen ja, abstrakt, sage ich mal, gezeichnet wird. Und ihr könnt ihn halt hier mit diesen verschiedenen Sachen hier füttern. Gut, ne? Dann verwandelt sich der Blob halt in irgendwas anderes, wie zum Beispiel in eine Rakete, in eine Leiter, in ein Loch und so weiter. Das Problem ist allerdings, ihr müsst euch diese Geschmackssorten merken und was die machen. Ihr könnt das nicht aus dem Spiel erfahren. Natürlich wird das eine Anleitung, da haben wir es gestanden sein, aber ganz ehrlich, wir als Kinder, wir haben da nicht die Anleitung gelesen und haben da dann irgendwie großartig dann ständig das dabei gehabt. Nee, also im Kopf gehabt zumindest. Vor allem, weil natürlich, wie gesagt, die ganzen Begriffe auf Englisch sind, daher hat sich das für mich damals irgendwie schwer eingeprägt und deswegen war das immer echt nervig. Das ist im Prinzip, mit dem löst ihr Rätsel. Ihr seid in einem Schloss, ne? Hier, das sieht man da ja, und müsst halt Rätsel lösen mit diesem Blob. Der hat natürlich, folgt euch automatisch, deswegen gibt es auch hier und da mal so ein bisschen Positionsprobleme, ist manchmal etwas fummelig. Also wie gesagt, vom Prinzip her cool, aber als Kind bin ich da sehr schnell dran verzweifelt. Ich weiß, dass diese Serie so einen Kultstatus hat. Es gab einen Wii-Titel, es war auf dem NES und so weiter. Ja, ja, ja. Aber irgendwie hätte man wesentlich mehr draus machen können, finde ich. Dann haben wir hier Turtles The Arcade Game. Hier hatte ich auf dem NES den ersten Teil. Und der ist da so ein bisschen berühmt-berüchtigt. Da hat der irgendwie Videogame Nerd ja auch ein Video dazu gemacht. Berühmt-berüchtigt ist natürlich vor allem dieses Unterwasser-Level, wo ihr, da habt ihr so einen Staudamm und da müsst ihr halt tauchen auf Zeit. Und müsst da halt ja, irgendwelchen Elektropflanzen irgendwie ausweichen und Bomben entschärfen. Das Zeitlimit ist aber so krass, dass ihr euch keinen Fehler erlauben könnt und deswegen super frustrierend war als Kind. Deswegen, na, das hier kommt eher so den Arcade Game nach, was einfach ein normales Beat'em'up war. Und das ist natürlich wesentlich besser hier umgesetzt worden. Das ist wirklich gut umgesetzt worden. Wie gesagt, der erste Teil Turtles, nicht so geil, der hier richtig, richtig geil. Wobei ich den aber auch nur mal angespielt habe, muss ich zusagen. Deswegen kann ich euch hier leider keine tieferen Einsichten geben. Dann haben wir hier das Comic, was glaube ich etwas, da fehlen wahrscheinlich Seiten, weil ich merke gerade, das ist hier schon die Heftmitte, da sind wir schon angelangt. Und da wäre normalerweise das Poster und da wäre wahrscheinlich dann das Comic auf der anderen Seite gewesen. Aber trotzdem, wie immer, drückt die Space-Taste, könnt ihr euch selber durchlesen, weil ich will euch das nicht mit verstellten Stimmen irgendwie vorlesen. Das wollt ihr nicht. Dann haben wir hier, oh cool, eine sehr coole Club-Nintendo-Mitgliederstatistik. Ich gucke gerade mal,
Also es ist hier richtig gestiegen und wir sind hier schon knapp über 30.000. Also ich zeige euch das mal hier. Das ist ja wirklich eine gerade Linie, was hier gesteigert ist. Das ist natürlich echt cool. Ich würde mich mal interessieren, wie so 93, 94 die Mitgliederzahl war. Wahrscheinlich hat man da knapp an den 100.000 mindestens gekratzt. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann haben wir hier Bugs Bunny Crazy Castle. Das ist ja diese Crazy Castle Serie, die ist ja irgendwie in jeder Region gefühlt mit einer anderen Franchise gestartet. Wir haben halt den Bugs Bunny abgekriegt. Ich weiß gar nicht, ich glaube teilweise sogar Ghostbusters oder ich habe da gerade irgendwas falsch im Kopf. Bei dieser Serie komme ich immer durcheinander. Aber wie gesagt, USA hat ein anderes berühmtes Maskottchen bekommen, Japan ein anderes berühmtes Maskottchen. Und das ist im Prinzip ein ganz einfacher Action-Puzzle, nenne ich das mal, oder Strategiespiel ist vielleicht zu hoch gegriffen. Und zwar habt ihr immer hier so ein Level und euer Ziel ist es halt hier, die entsprechenden Morüm einzusammeln. Ne? Ja, so weit, so gut. Aber es kommen natürlich hier Gegner, die euch schaden wollen. Ihr könnt euch nicht so richtig wehren. Aber hier mit diesen Türen könnt ihr halt den entsprechenden Ebenen wechseln und so weiter. Also ihr müsst halt immer die Gegner im Kopf oder im Blick behalten, ausweichen, Sachen einsammeln. Dann habt ihr natürlich hier ne, verschiedene Gegnertypen, die hier natürlich auch dem, ja, dem Thema entsprechend sind. Also Daffy Duck, Sylvester und den Willy Coyote. Ist halt hier wieder mal ein bisschen ja, komplett lösungsmäßig vorgestellt. Ist okay. Ich bin jetzt kein großer Fan von dieser Crazy Castle Serie. Ich glaube, es gibt 2, 3 Teile. Ich bin kein großer Fan, muss ich sagen. Aber ja, ist okay, würde ich sagen. Wo ich großer Fan von bin, ist DuckTales. Also ich habe die Serie damals wirklich abgefeiert ohne Ende. Fand ich fantastisch, weil dieser Ansatz, okay, die gehen irgendwie so ein bisschen auf archäologische Abenteuersuche und so weiter, fand ich einfach fantastisch. Und auch das Gameboy-Spiel hatte ich damals. Das ist ja fast deckungsgleich mit dem NES-Titel. Natürlich, Gameboy-Titel ist natürlich hier und da ein bisschen abgespeckt. Aber ich finde durchaus eine gelungene Portierung und das Spiel ist einfach klasse. Ihr habt halt verschiedene Welten, wie hier zum Beispiel den Himalaya. Ihr könnt, die sind nicht so linear aufgebaut, die Levels. Ihr müsst die erkunden. Habt natürlich den Onkel Dagobert mit seinem Pogo-Stock, was eine super Attacke ist. Ich denke mal, ihr kennt alle das Spiel. Ist richtig, richtig gut. Dann haben wir hier Batman, auch ein früher Titel, wo ich so immer so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist eigentlich ein anderes Spiel, wo so ein bisschen diese Batman-Lizenz irgendwie drüber gestülpt wurde, weil der Batman-Spieler-Sprite, der ist wirklich sehr, sehr klein und ihr läuft ja schon fast so ja, Mega Man-mäßig, also es erreicht nicht so ganz die Qualität von Mega Man, aber ihr läuft so Mega Man-mäßig halt schießend durch die Gegend und erledigt die ganzen Gegner. Und Batman steht ja eigentlich dafür da, nicht die Leute umzubringen, sondern, na okay, also nicht bewusst, ich meine, der prügelt sich hier überall durch, aber es ist ja nicht wie so der Punisher, der irgendwie alle ja, umschießen will oder ähnliches, ne? Das ist ja ganz klar. Nee, ist ein super Spiel eigentlich, tolle Action-Plattformer, wie gesagt, Mega Man ist so ein bisschen besser, erinnert aber daran, ihr habt natürlich auch hier so ein paar ja, Gadgets, die natürlich der Batman und sowas hat, finde ich richtig geil, aber die späteren Batman-Titel auf den Game Boy sind natürlich besser, aber für so einen frühen Titel definitiv zu empfehlen, finde ich richtig, richtig gut. Dann haben wir hier Super Mario Land, auch hier, ganz ehrlich, muss ich da noch groß was erzählen. Also hier sind wir hier schon bei Welt 3.3. Das plündern sie natürlich gut aus für die Club Nintendo Magazine, ist ja ganz klar. Ist ein super Titel. Hatte ich gleich, als ich den Game Boy bekommen habe, hatte ich das gleich dabei, weil ne, Mario-Titel musste dabei sein. Und ist auch ein guter Titel. Und was ich halt bei diesem Titel wirklich immer sehr, sehr schön finde, ist, dass der sich so angenehm anders spielt. Denn wenn man so ein bisschen so Super Mario World oder die Super Mario Brothers Teile ansieht, die spielen sie etwas anders. Hier ist das thematisch alles, auch wenn ich es ständig anders sage, es ist halt wirklich anders. Also ihr habt so eine asiatisch angehauchte Welt und so weiter. Ich glaube, das ist ja sogar die dritte Welt, wo das hier gezeigt wird. Die Gegner sind anders. Wenn ihr die Feuerblume habt, die schießt irgendwie in einen ganz anderen Winkel. Und das finde ich, das macht einfach nur Spaß. Und das liegt ja daran, dass dieses Spiel eigentlich von der Hardware-Entwicklungsabteilung kam, die so ein bisschen die Fähigkeiten des Gameboys so ein bisschen zeigen wollten. Ne? Und das ist halt ihren eigenen Weg gegangen. Deswegen habt ihr auch da zum Beispiel diese Shoot'em-Up-Szenen da drin, was ich voll cool finde, weil die sind halt vernünftig umgesetzt worden und sollten wahrscheinlich auch mal ein bisschen zeigen, hey, ihr könnt hier so 2 Spielprinzipien in ein Spiel machen. Puh, wie geil ist das denn, ne?
Dann haben wir hier Maniac Mansion. Ich hatte das Spiel, wusste ich lange, lange Zeit nicht, dass es auf dem NES gab, weil ich kenne das so von meinem Kumpel vom C64, wie es, glaube ich, die meisten irgendwie gespielt haben. Ist natürlich ein wunderbares Spiel, auch wenn ich hier nie weit kam, ehrlich gesagt. Ist ein Adventure-Spiel und davon gibt es ja nicht viele auf dem NES. Aber das ist auch hier ein richtig gutes. Ihr könnt hier erstmal hier aus drei Charakteren auswählen. Hier haben alle natürlich so ihre eigenen Eigenschaften, so ein bisschen. Also natürlich jetzt nicht großartig, aber ein bisschen. Und ja, ihr müsst halt in dieses Herrenhaus und da das Geheimnis lösen. Und da müsst ihr natürlich auch teilweise hier auf Timing achten und ihr dürft euch nicht erwischen lassen und so weiter. Macht also sehr, sehr viel Spaß. Also, was ich natürlich viel gespielt habe, ist natürlich der Nachfolger, ja, Day of the Tentacle, was ja so ein bisschen dann auf dem PC erschienen ist. Das, glaube ich, ist nicht mehr auf Konsolen erschienen, weil Maussteuerung ist beim Adventure einfach besser, glaube ich. Deswegen weiß ich auch nicht, wie das hier auf dem NES funktioniert. Aber ist ein super Spiel und hat so ein bisschen so den Kultstatus von LucasArts für Adventure, glaube ich, auch dann wirklich zementiert. Dann haben wir hier Star Wars auf dem NES. Wie schon am Anfang angekündigt, kann ich euch hier leider echt nicht viel sagen. Ich habe echt keine Ahnung. Es sieht ganz okay aus, muss ich sagen, für den NES-Titel. Die Grafik, die passt auf jeden Fall, aber puh, keine Ahnung. Dann haben wir hier so ein bisschen noch so ein paar Add-ons, die sie hier bewerben. Und zwar hier das Superset. Boah, also immer mein erster Sammlerblick ist natürlich vor allem, wenn man hier die OVP sieht. Also in so einem geilen Zustand heute noch zu haben, das wäre natürlich geil, ne? Ja, dann gab es da hier natürlich diesen 4-Player-Adapter, wo man zu viert dann halt spielen konnte, wie zum Beispiel hier das Nintendo World Cup. Ich kannte keinen, der so einen Adapter hatte. Genauso wie mit einem Super Nintendo gab es ja auch einen ähnlichen Adapter, kannte ich leider keinen, ehrlich gesagt. Aber hier sind wirklich sehr schöne Spiele aufgezeigt. Also Super Off-Road hatte ich damals als Kind auch. Ist ein auch richtig geiles Spiel. Dann gab es da diese 3-in-1 Modul, was natürlich auch sehr geil ist, weil ihr habt da Super Mario Bros., Tetris und World Cup drauf. Also wirklich drei zeitlose Spiele. Konnte man nicht viel falsch machen. Ah, cool. Und dann haben wir hier auch Neuvorstellungen. Das haben sie ja in einem späteren Magazin ja gar nicht gehabt. Super RC Power Aim, richtig geiler Titel für den Game Boy. Also ich habe mit meinem Bruder auf dem NES RC Power Aim hoch und runter gezockt. Also es ist ein Rennspiel aus der isometrischen Ansicht. Und ich spiele quasi für hergeschaltete Autos, habe so kleine Waffen und so weiter. Und das ist auf dem Game Boy, finde ich, fast noch besser umgesetzt worden als auf dem NES. Dann haben wir hier natürlich Chip and Chap, Ritter des Rechts. Auch ein wunderbares Spiel natürlich. Von Capcom war das, glaube ich. Genau, von Capcom. Das war die gute alte Zeit, wo Capcom die Disney-Versoftung gemacht hat. Und die daher auch alle relativ gut waren. Dann haben wir hier immer die Lesertipps. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Kann man ja heute entsprechend als nachgucken. Aber ich sehe gerade Solar Striker für den Endgegner. Okay. Also hier gibt es einen toten Punkt beim letzten Endgegner anscheinend. Gut. Dann haben wir hier Tipps und Tricks von den Profis. Ich wundere mich gerade, habe ich das übersehen? Oder? Also wir sind jetzt hier schon quasi durch. Es gab ja normalerweise immer hier diese Lesercharts und die Profi-Charts. Aber anscheinend haben sie das hier weggekürzt. Hier haben sie nur ein paar Mitarbeiter. Es war anscheinend die Zeit der Dauerwellen noch ein bisschen, wie man bei den Mitarbeiterinnen das hier gesehen hat. Und man konnte hier seine Highscores einschicken. Richtig geil. Und ja, das war das Magazin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schönes Magazin. Man merkt, der Umfang, der wird später noch wesentlich, wesentlich größer, aber deswegen trotzdem cool. Schöne Themen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bisschen kürzere Blätterfolge dadurch natürlich dieses Mal, aber Hauptsache Club Nintendo, würde ich sagen. Ne? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.